Guten Morgen, Michael. Ich hoffe, dass du jetzt zu hören bist. Ich freue mich, dass ich dich mit an Bord habe. Und wir zwei wollen uns heute so ein bisschen unterhalten über das Thema die schlimmsten Psychofallen im Trading. So, guten Morgen, Mike. Ich hoffe, das klappt, funktioniert. Ja, ich kann dich gut hören. Ich hoffe, unsere Zuschauer hören dich auch. Ich mache kurz aber mal die Rumfrage, ob man uns auf Facebook hören kann und auch auf Zoom. Das dauert erfahrungsgemäß immer ein kleines bisschen, bis die Streaming-Signale da angekommen sind, wo sie sind. Von der Seite her schauen wir mal. Ton und Bild sind gut. Wir kriegen die Rückmeldung. Alles super. Klasse. Michael, ich freue mich sehr, dich dabei zu haben. Und wir zwei haben heute das Thema auf der Uhr Psychofallen im Trading. Da kann ich mich an meine Psychofallen, die ich am Anfang hatte, noch sehr, sehr gut erinnern. Thema Trades hinterherrennen, Thema irgendwelchen Gurus folgen. Und wenn die was sagen, ja, dann muss ich ja rein, dann darf ich nicht warten. Am besten noch vor allen anderen und so weiter und so fort. Das kennt man ja alles. Du bist jetzt selbst auch Händler, hast auch diverse Bücher zu diesem Thema geschrieben. Was hast du denn zu dem Thema zu sagen? Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen Tonversatz, Mike, aber du hilfst mir, weil wir beide sind jetzt über Skype zugeschaltet. Ganz genau. An der Stelle erstmal guten Morgen, Mike. Klasse, hin und wieder schaue ich ja auch deine Sendung. Jeden Morgen so früh aufstehen, okay, Respekt. Jeden Morgen die Märkte analysieren, okay, Respekt. Machen viele andere auch, aber du musst es ja noch moderieren. Von daher zweimal Respekt, gell? Danke. Klasse. Ja, das Thema Psychofallen, klar, das betrifft ja jeden, bei dem einen mehr die, der andere mehr jene Baustelle. Aber im Großen und Ganzen haben wir ja alle festgestellt, dass die Anzahl der Buchseiten, weil du die Bücher natürlich auch angesprochen hast, die Anzahl der Buchseiten korrelieren ja nicht mit dem, was man rausholt, ne? Das ist nun mal eins von diesen großen Bereichen im Börsenhandel, dass zwischen Absicht und Verhalten halt oftmals doch ein, ja, das ist halt nicht immer deckungsgleich. Und da vielleicht können wir darüber mal die kommende halbe Stunde zwei, drei Sachen sprechen. Ich denke, ich habe drei von ganz vielen möglichen Fehlern, die wir vielleicht mal kurz durchsprechen können, Mike, vielleicht, dass wir sie kurz thematisieren. Genau, ich denke, damit können wir gut loslegen. Und wenn die Leute Fragen haben, die können das ja im Facebook etc. pp. Sehen, kann man ja unten dann mit diskutieren, was ich aber parallel jetzt gerade halt nicht sehe. Das ist aber kein Problem, Michael. Ich habe die Fragen alle da. Also wenn hier Fragen reinkommen, die würde ich direkt auch mal an dich auch weiterleiten. Also von der Seite her lade ich auch alle unsere Zuschauer an dieser Stelle ein. Wer hier Fragen hat, genau auch zu diesem Thema, nutzen Sie ruhig die Chancen, das Ganze hier zu machen. Dafür sind wir hier heute Morgen auch da. Und der Michael ist auch wirklich ein sehr, sehr interessierter bzw. erfahrener Händler. Sonst hätte er das alles auch so nicht niedergeschrieben. Und Michael, du hast auch gerade gesagt, gerade auch in deinen Büchern, es gibt ganz, ganz viele Seiten, die du in diesen Büchern beschreibst. Ich kenne deine Bücher ja auch, die sind schön zu lesen und der Content ist wirklich auch aus der Wahrheit auch gegriffen und dort in einer schönen Art und Weise rausgespiegelt oder rausgezogen. Und ich muss sagen, gerade bei dem Thema auch in der Entwicklung von Händlern, da ist das Thema Psychologie ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, die wir hier an dieser Stelle auch mit haben. Und da merkt man halt auch, dass der ein oder andere Händler an bestimmten Sachen länger arbeitet als ein anderer Händler. Und da würde mich mal interessieren, gerade aus dem Thema auch der Psychologie, was war denn für dich so ein Knackpunkt, wo du gemerkt hast, oh, das ist jetzt ein Punkt, der hat mich im Trading besonders beschäftigt und wie hast du den gelöst? Vielleicht willst du dazu auch mal was sagen. Na gut, lasst uns drei Punkte ansprechen. Haben wir ein bisschen Struktur drin? Genauso ist es, Mike. Fakt ist natürlich eins, es gibt viele Punkte, hatte ich eben schon erwähnt. Und jedem ist ja klar, dass eben diese verschiedenen Themen auf der einen Seite dieser Sammelbegriff der Psychologie, ich sag gleich zwei Sätze dazu, auf der anderen Seite die Fachlichkeit, das alles ist ja nicht linear kausal. Das ist ja immer alles komplex kausal. Von daher sind, egal welchen Punkt man jetzt hier anspricht, habe ich den im Griff, sind halt eben noch 11 andere Baustellen zu lösen. Aber nichtsdestotrotz, aber lass uns da mal kurz drüber reingehen, weil im Großen und Ganzen, der erste Punkt ist ja ein wesentlicher, bei dir, bei mir sicherlich genauso einmal eins gewesen, dass die Hauptsünde ja in den Umgang mit den Charts, mit den Märkten, ja weniger auf das Verletzen einer wegen mir pingelig einzuhaltenden Signal oder wegen mir auch Stopplogik oder auf
mangelhafte Schulbildung und scheint gleich gar nicht auf eine verpfuschte Erziehung etc. zurückzuführen ist, sondern oftmals liegt ja die eigentliche Wurzel dieser Hauptsünde im Börsenhandel, die ich kurz ansprechen würde, eben auch nicht in irgendwelchen sozialen Strukturen, auch nicht und auch eben nicht in dem schlechten Umfeld, sondern oftmals ist die wahre Ursache stattdessen in der, ich nenne es gerne die Rebellion eines Traders gegen den Alltag als Trader. So, und es gibt halt wirklich Trader, und ich gehörte, oder ich glaube mal, jeder von uns gehört bis zu einem gewissen Grad oder gehörte zum Anfang mit dazu, die sich schlicht weigern, eben ein Leben, Achtung, mit, und das ist der Punkt, mit Einschränkungen zu führen. Und natürlich kämpft jeder Trader mit der Selbstdisziplin oder muss kämpfen und muss sich zwingen, Dinge vor den Charts zu tun, von denen wir alle wissen, dass man sie tun soll. Beispiel Geldmanagement, wir müssen die Stops sauber setzen, wir müssen Stops fachlich und vernünftig nachziehen, wir müssen die Gewinne laufen lassen und vor allen Dingen, wir sollen halt nur die Signale und nicht den kompletten Chart halt schlicht und ergreifend interpretieren. So. Und spannend ist halt nun schlicht und ergreifend Folgendes, Trader, die nicht gegen oder nicht mehr, ist vielleicht das bessere Wort, Trader, die nicht mehr gegen den Alltag eines Händlers rebellieren, die haben im Vergleich zu dem klassischen Trading-Anfänger oder im Vergleich zu ihrem eigenen Rückblick, so hat man das Gefühl, sie seien irgendwie ein bisschen lebendiger eben, weil sie eben nicht mehr rebellieren. Sie haben also irgendwie scheinbar etwas, nennen wir es wegen mir eine Kraft, die ihnen das verleiht, neben dem fachlich sauberen Minustrade diesen auszuhalten, eben auch wegen mir den Trübsinn auszuhalten, wenn mal eine Position kurzzeitig gegen dich läuft. So, und diese Kraft, worum es geht, diese Rebellion gegen den Alltag, die auf der anderen Seite halt steht, das ist eben dieses sogenannte, ich nenne es gerne Zielbewusstsein, was man einfach haben muss. Das heißt, den Blick auf die noch kommenden Handelstage zu richten, weg von dem einzelnen Trade. Ich glaube, das ist die große Kunst und das ist das, was denjenigen, der gerne vermeidet, also der gerne die Rebellion in dem Trading-Alltag hat, so wie wir, vielleicht bei dir sagst gleich auch was dazu, der ist eben nur an dieser sofortigen Belohnung aus diesem jetzigen Trade dran interessiert. Und interessant ist aber, dass eben dieses Zielbewusstsein, und das ist dann halt, wie gesagt, aus meiner Sicht dieser Gegensatz, den man sich Stück für Stück hinführen muss, weg von der Rebellion, eben darauf führt, dass man auf die Zukunft schaut. Das heißt, wie sehe denn mein Regelwerk aus, wenn ich statt diesem einen Trade und der sofortigen Belohnung mal 50 Trades mache? Wie sieht das aus, wenn ich nicht den heutigen Handelstag für so wichtig nehmen, sondern mir mal vorstellen, wie das aussieht, wenn ich das, was ich mir vornehme, irgendwas jetzt, 15 Wochen lang oder 3 Monate oder ein halbes Jahr beständig hintereinander mache. Und das kümmert aber denjenigen, der sich eben, der gegen den Alltag rebelliert, meist nicht. Der interessiert nur dieser einzelne Trade. Das heißt, er ist mit jedem Augenblick, mit dem Umgang mit den Charts so verhaftet, dass er eben diesen Weitblick da nicht hat. So. Und ich glaube, das ist etwas, was man aktivieren muss bei einem Händler. Das ist etwas, was man bei sich aktivieren muss. Eben jene Kraft, was irgendwie, man wegen mir auch dieses persönliche Vorwärtsstreben, dieses, wie sieht es aus in Wochen mit mir? Wie sieht es aus in meinem Regelwerk, wenn ich das diszipliniert mal 100 Trades etc. mache? Da muss man Stück für Stück sich hinmachen. Die Rebellion also ist das eine, sich und seinen Handelstag gut organisieren mit Zielblick auf die kommenden Tage, die kommenden Trades, das ist der Gegensatz dazu. Wie siehst du das, Mike? Ich sehe das absolut genauso wie du. Ich habe die Erfahrung halt auch gemacht durch das Trading. Ich trade ja auch schon mittlerweile seit Ende der 90er Jahre und habe mit dem gesamten Markt so angefangen, wie jeder andere Trader auch, mit dem Wunsch einfach an der Börse Geld zu verdienen und habe dann gerade, als ich auch angefangen habe, mein Kapital hauptberuflich zu verwalten, so seit 2012 in etwa, halt auch ganz stark die Erfahrung gemacht, dass ich so ganz klar den Wunsch hatte, relativ schnell viel Geld aus den Märkten rausziehen zu wollen. Ich hatte jetzt nicht die Illusion, über Nacht sozusagen zum Multimillionär zu werden, sondern einfach den Wunsch, genügend Geld aus den Märkten zu ziehen. Und dieser Wunsch hat dann dazu geführt, dass ich mich in meinem Kopf ein bisschen verändert hatte. Und das hat dann im Endergebnis geführt, dass ich in der Zeit, wo ich noch in der Bank gearbeitet habe, als klassischer nebenberuflicher Händler, da habe ich Geld verdient an den Börsen, einfach weil ich einen ganz anderen Hauptfokus
Fokus hatte. Da war ich halt durch meine Arbeit beschränkt und konnte die Trades gar nicht in so kurzfristigen Zeiträumen abblicken. Und dann war plötzlich die Chance für mich gegeben, dass ich doch direkt am Markt sitzen konnte. Und dann habe ich dieses Gezappel am Markt gesehen und da kam dann plötzlich die emotionale Lage, die Gefühlslage rein, die Angst plötzlich. Wenn der Trade jetzt offen war, egal ob er im Gewinn war oder ob er nicht richtig losgelaufen ist, die Angst, was zu verlieren. Am Anfang, wo es nicht so gut lief, war es halt immer die Angst vor dem Verlust. Was ist am Ende passiert? Mir ging es so, vielen anderen auch so. Ich bin aus Trades im Minus rausgegangen, die dann ins Plus gelaufen sind. Da habe ich mich natürlich sehr geärgert. Dann kam irgendwann eine Phase, dann sind meine Trades ins Plus gelaufen und ich habe die Gewinne viel zu früh mitgenommen. Und all das hat dann dazu geführt, dass ich mich, sag ich mal, mit meiner Psyche deutlich mehr auseinandergesetzt habe, so wie du das auch gesagt hast. Und ich habe dann halt einfach gemerkt, dass ich die Disziplin aufbringen sollte, um das Trading ganz normal mal in den Tagesalltag mit reinzubringen. Und ich persönlich bin halt ein Mensch, kein klassischer Daytrader, sondern ich sehe das Ganze über das längerfristige Bild. Das Trading ist für mich ein Marathon und ich hatte am Anfang versucht, den Marathon im Sprint zu erledigen, was ich natürlich nicht geschafft habe. Da bin ich kollabiert. Und dann habe ich wirklich angefangen zu überlegen, Junge, was bringt dich denn dazu, immer unruhig zu werden? Und da habe ich dann halt irgendwann angefangen, okay, du hast noch ein paar andere Aufgaben in deinem Leben, die auch erledigt sein sollen. Und in dem Moment, in dem ich das akzeptiert hatte, habe ich sozusagen mein Trading darauf abgestimmt zu sagen, okay, wie sieht der Grundlage im Chart auch aus? Ich richte mich nach den Trends und ich weiß, dass Trends auch mal atmen. Das heißt, wenn ich beispielsweise in einer Long-Position drin ist, wir besprechen das ja hier jeden Morgen auch bei Tickmill Deutsch in den Analysen für die Währungsmärkte, so ein Markt atmet halt auch mal und man muss halt als Händler akzeptieren, dass wenn ein Trade läuft, dass man in einer gewissen Schwankungsbreite im Markt mehr oder weniger verhaftet ist, weil wir das nicht sozusagen kontrollieren können. Und für mich hat sich dann halt rauskristallisiert, dass ich gesagt habe, wenn ich den Chart richtig gelesen habe, wenn ich mein Risiko an den richtigen Stellen begrenze, also das Money Management einhalte und eine vernünftige Zielplanung habe, dann ist das Thema mit dem Einstieg oft zweitrangig, weil wenn ich die Signallage sozusagen richtig sozusagen erkenne und weiß, ab welchem Punkt meine Signallage erreicht ist, dann bin ich halt durch diese Gesamtstruktur so weit als Händler gereift, dass ich sage, der Trade läuft jetzt, den fest du nicht mehr an. Und das ist die Disziplin, die sich bei mir entwickelt hat. Und das spiegelt sich so ein bisschen auch mit dem wider, was du gesagt hast. Na genau. Also wie gesagt, auf der einen Seite diese Rebellion, das ist ein schönes Wort, weil das bringt es halt an der Stelle auch sehr schön auf den Punkt. Und auf der anderen Seite, nein, die Rebellion, die zur Folge hat, dass man eben die sofortige Belohnung oftmals haben möchte. Und auf der anderen Seite das Zielbewusstsein, wie es wäre, wenn ich beständig handle. Das Wort Beständigkeit ist natürlich auch erstmal so ein plakativer, so ein schnell durch das Dorf gejagter großer Begriff, den man aber ganz weit aufklappen kann. Und in diesem einen Fall, was wir jetzt hier brauchen, ist das Zielbewusstsein, wie gesagt, dadurch definiert, dass man sagt, weg von dem einzelnen Trade hin zu dem gedanklichen Experiment, am Anfang ist es ein Experiment, später ja noch nicht mehr, dann zu sagen, wie sähe es aus jetzt, wenn ich das, was ich jetzt tue, einen Monat, zwei, drei Monate halt mache. Das ist mit der Begrifflichkeit des Marathons von dir dann an der Stelle auch mit gemeint. Also Rebellion gegen den Alltag, ein großes Thema. Ich denke, da kann der eine oder andere was mit anfangen. Ein zweites großes Thema, neben vielen, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, ja, ist eigentlich auch etwas ein ja fast noch höher wie über den Rebellion stehendes, eigentlich das höchste über alles herrschende Thema im Trading, nämlich das ist das Thema des, in den Büchern hat es viel geschrieben, des freiwilligen Verzichts. Und hier ist interessanterweise, der freiwillige Verzicht ist ein Thema angesprochen, das sich sehr, sehr, sehr schlecht in der eigenen Familie und auch sowieso von Haus aus, also für die Fortgeschrittenen in der eigenen Familie und aber als Thema als solches auch sehr schlecht für einen oder an einen Trading-Anfänger weitergeben lässt, beziehungsweise sehr schwierig einfach zu vermitteln. Weil der freiwillige Verzicht ist ja etwas im ist ja das weit verbreitendste Phänomen im Börsenhandel und von daher auch wenig oder schwer zu vermitteln. Warum ist das so? Weil wir müssen ja überlegen, es ist ja egal, in allen Bereichen finden wir ja im Börsenhandel den freiwilligen Verzicht. Und wenn wir auf der einen Seite, weil du es gerade davon hattest, können wir ja das nehmen beispielsweise, also die Disziplin, sich an ein Einstiegssignal zu halten, egal welches das ist, ob das jetzt die vielen Bereiche der Markttechnik sind, ob das ein Indikator ist, eine Trendlinie oder wenn ich nach dem Mond handle, ist ja völlig erstmal bumsegal,
Wichtig ist, aha, ich habe ein Einstiegssignal, okay, ich muss die Disziplin aufbringen, da wahren, mich an dieses zu halten. Das bedeutet ja für den Trader, er verzichtet freiwillig auf alle anderen Logiken, die er einst mal gekannt oder angelesen oder auch probiert hat und jetzt auch im Chart sieht. Handle ich diszipliniert ein Einstiegssignal, heißt das, ich verzichte auf alles andere, was ich im Chart sehe. Für viele Trader der absolute Albtraum. Für mich am Anfang auch. Die Disziplin in der, was du eben auch sagtest, in der, beispielsweise in der Stopplogik haben wir das ja auch. Das heißt, Disziplin in der Stopplogik bedeutet ja, auf den hier und jetzt entstandenen Profit, der da auf der Uhr steht, auf den verzichte ich ja. Wenn ich mich diszipliniert an meine Stopplogik handle, verzichte ich auf den Betrag, der aktuell auf der Uhr steht. Und das wiederum zwingt mich ja dazu, den aktuellen Bar, der da rumwackelt, überhaupt nicht mehr für wichtig zu nehmen. Der nächste Albtraum. Genau. Der nächste Albtraum. So, und genauso ist es so, die Disziplin, auch diese mehr oder weniger ja Teletubby-Weisheit, beschränke, beziehungsweise begrenze ist das richtige Wort, begrenze Verluste, aber auch die Disziplin wiederum, Verluste zu begrenzen, beinhaltet ja zum einen den Verzicht, darauf zu lauern, dass nach Erreichen des Stoppkurses, wenn der Markt also da reinläuft in deinen Stoppkurs, dass er dennoch in die Ursprungsrichtung dreht. Das ist ja der Verzicht. Wenn ich einen Stop reinsetze, verzichte ich darauf, dass der Markt genau an der Stelle dreht. Was ja oftmals halt, man hat immer das Gefühl, dass er genau an dem Punkt halt dreht. Ja, aber ist immer so. Das ist ja auch ein Albtraum, der möglicherweise aber in dem Fall der Albtraum, diesen Stopp, wenn man ihn setzt, natürlich dadurch belohnt wird, in diesem einen Fall, dass Verluste halt nicht größer werden. So, und genauso ist die Disziplin dann auf der Oberseite, also sprich Gewinne laufen zu lassen, verzichtet man ja, was ich vorhin ja auch schon sagte, jetzt hier nur noch mal im Detail drauf, verzichtet man eben auf die Mitnahme der aktuell bereits bestehenden Gewinne. So, genauso mit der Disziplin nach Erreichen eines wie auch immer definierten Ziels in dem Markt. Ich gehe nach, also das Target, was im, also das Limit oder wie auch immer, was im Markt halt liegt, ja. Auch da wieder muss ich ja freiwillig auf den Rest des Marktes verzichten. Auch das wieder ein Albtraum. So, und das stellt halt jedes Mal die Frage, wie diszipliniert bin ich heute mit so viel Verzicht, also wie diszipliniert gehe ich heute mit so viel freiwilligem Verzicht um? Und ich habe den freiwilligen Verzicht, an jeder Stelle ist der irgendwo, steht der hinter mir und guckt mir über die Schulter und das ist sehr spannend. Und dieser freiwillige Verzicht, das ist etwas, mit dem sich sehr, sehr wenige Trader, ich auch am Anfang, gar nicht auseinandersetzen, weil man mitunter eben auf einen Stopp, auf eine Einstiegslogik, auf einen Target etc. pp. Mitunter immer eine falsche, einen falschen Blickwinkel hat. Aber mit dem freiwilligen Verzicht bekommt man einen etwas besseren, einen etwas freige oder besser geschärften Blick da drauf und kann sich ganz anders darauf einrichten. Also diese internalen Repräsentationen, was da im Kopf passiert, ist einfach erheblich besser. Und der freiwillige Verzicht als riesengroßes Thema, denke ich, trägt da sehr viel dazu bei. Mike. Also gerade bei dem Thema freiwilligen Verzicht, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und egal wie man das jetzt nimmt, das ist auch eine Hürde, über die sozusagen auch jeder Händler drüber muss sozusagen, und es ist beispielsweise bei dem Thema freiwilligen Verzicht, möchte ich gerne mal ein paar Worte aus meiner Erfahrung auch sagen, wo bei mir das Thema freiwilliger Verzicht auch angefangen hat, weil ich sag mal, wenn man so von der Grundlage mit dem Trading auch anfängt, dann die meisten Menschen fangen an, Bücher zu lesen, Fachzeitschriften zu lesen, dem einen oder anderen in den Nachrichten mit zuzuhören. Und da wird halt immer gesagt, ja Leute, Risikomanagement ist wichtig und das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Das Thema Positionsmanagement, das Thema Diversifikation, da gibt es sehr, sehr viele Dinge im Portfolio oder im Leben eines Traders, die man auch lernen muss und wo man halt durch diese Grundlagen schon alleine, wenn man dies anfängt umzusetzen, eine gewisse Einschränkung, einen gewissen Verzicht auch hat, im Portfolio sozusagen sich dort auch einzuschränken und möglicherweise auch den ein oder anderen Trade nicht zu machen, weil es halt das Thema Verzicht ist durch gewisse Einschränkungen. Und in dem Punkt, bei dem Punkto Verzicht, weil viele Händler haben ja den Wunsch im Trading, so früh wie möglich rein in den Markt und den Trade so lange wie möglich laufen zu lassen. Und das Thema, den Trade so lange wie möglich laufen zu lassen, hat ja einen gewissen oder beinhaltet ja einen gewissen Verzicht, nämlich der Verzicht, dem Wunsch
sozusagen oder dem Drang zu widerstehen, Gewinne zu früh mitzunehmen, weil man sagt sich ja einfach, ich möchte beispielsweise den Trade jetzt so lange laufen lassen, bis der Markt rumdreht, und dann kommt man halt als Händler immer wieder in die Situation, ich sag mal zum Beispiel, dass man zum Beispiel in einen Trade eingestiegen ist und die Position jetzt zum Beispiel mit 500 Euro im Gewinn ist und plötzlich dreht der Markt im laufenden Trend, alles gesund, dreht der Markt rum und der Händler, der vor dem PC sitzt, sieht sein PC, zeigt mir an, oh Gott, jetzt habe ich nur noch 450 Euro Gewinn, jetzt habe ich nur noch 400 Euro Gewinn. Irgendwann ist halt eine Schmerzgrenze für den Händler erreicht, wo ich sage, jetzt reicht's mir. Bevor ich jetzt hier auf plus minus null oder in das Minus laufe, muss ich einfach jetzt herausgehen. Und das ist halt der Verzicht sozusagen, dort einzugreifen und den Markt wirklich laufen zu lassen und als Händler so gereift zu sein, dass man sagt, okay, wenn der Markt korrigiert, ich weiß ja, ich gehe raus, wenn der Trend zu Ende ist, da ist ja mein Stopp da, und solange wie das nicht erfüllt ist, verzichte ich auf den Eingriff ins Trade Management. Und mir persönlich, ich hatte damit eine lange Zeit ziemlich große Probleme, und ich bin den Punkt so angegangen, ich habe mich einfach von dieser Zielvorgabe, den Trend so lange zu traden, wie er läuft, ein bisschen befreit, indem ich einfach gesagt habe, okay Junge, du hast ja auch Signale, die springen in laufende Trends auch rein, das heißt, da ist der Trend schon vorhanden, und ich versuche dann in irgendeiner Art und Weise sauber in die Korrektur des Trends reinzukommen. Und da hat es bei mir im Kopf irgendwann Klick gemacht und ich habe gesagt, Junge, bei den laufenden Trends, Trades, die du immer wieder zu früh im Gewinn schließt, mach's doch einfach so, nimm den Trend und tu so, als würdest du in den Trend einsteigen wollen und du noch keine Position hast. Und das hat mich halt dahin gebracht, dass ich angefangen habe zu pyramidieren und sozusagen dahingehend bewahrt werde, sozusagen meinen Trade zu schließen, weil ich schaue ja immer wieder auf den Re-Entry und baue die Position in den Gewinn hinein auf. Und das hat mir geholfen. Und das ist das Thema auch Verzicht. Dadurch, dass ich immer wieder auf neue Trading-Chance in dem laufenden Trade suche, habe ich zum einen den Verzicht vor der Gewinnmitnahme und zum anderen auch den Verzicht darauf, dass ich mich mit zu vielen Märkten beschäftige und daraufhin anderes verpasse. Das hat mir geholfen bei dem Thema auch Verzicht im Trading. Okay, na da. Also wie gesagt, jeder hat ja seine individuelle Erfahrungswert zu dem Thema. Und sicherlich gibt es von Händler zu Händler da zig Abweichungen. Ja, mehr. Absolut. Geben, ja? Aber im Großen und Ganzen sind das Stationen, die sich nicht an einem lustigen Nachmittag mal ebenso erschließen, sondern das sind Stationen, das sind Treppen, das sind Stufen, die man erklimmen muss, die sich über Wochen, Monate, stellenweise Jahre ja wieder Stück für Stück gedanklich ergeben. Absolut. Bis dann eben, wie ich immer gerne sage, für dieses eine Thema, für diese eine Frage dann die Kugel in die Mulde reingerollt ist und da kommt sie dann auch nicht mehr raus. Will also heißen, einmal so eine gedankliche Stufe erklommen, ein Thema mal so lange durchgearbeitet, ne, bis man am Ende wirklich aller Fragestellungen angekommen ist, dann kann man auch nicht mehr zurückfallen auf eine vorherige Stufe. Dann hat man sie wirklich erklommen und das ist interessant. So, wir hatten über die Rebellion gesprochen, zwei Sätze. Wir hatten mal zwei Sätze über den freiwilligen Verzicht gesprochen. Lass uns, ich weiß gar nicht, ich hatte drei Themen jetzt mitgebracht, weil hier standen überall vier, aber egal, von der Zeit her sind wir ja sowieso gut dabei. Das kann man ja. Das ist kein Problem, Micha. Was anderes noch, was sehr interessant ist, das ist natürlich sehr weit, jetzt auch durch das Social Media etc. sehr schön, auch wenn vielleicht nicht bei sich selber, dann aber wenn man links und rechts mal bei den anderen schaut, so zu sehen, nämlich es gibt viele, viele Trader, auch ich gehörte eins dazu, wenngleich damals, wo ich angefangen habe, war das ja in diesem Umfang und in dieser Wissensfülle, die es da draußen gibt, ja so gar nicht nachvollziehbar, wie das jetzt ist. Das heißt also, es gibt eine Menge, Menge Trader da draußen, die mit nichts, aber auch wirklich mit nichts Fachlichem, was es draußen gibt, befriedigt werden können. Sie haben am allen etwas, jetzt meine ich auszusetzen, damit meine ich jetzt nicht den Forumbeitrag, der da unten ist, bitte aufpassen, das meine ich nicht damit, sondern gedanklich für sich selber, nicht in der Kommunikation nach außen, mit allem etwas dran auszusetzen. Bei diesem oder jenem Webinar, was Sie hören, sagen Sie, okay, das könnte interessant sein, aber für sich innerlich. Das Buch, was ich lese, interessant, aber dem Forumbeitrag, den ich lese, aber. So, das heißt also, es gibt Trader, gehöre ich wie gesagt einst auch dazu, denen ist überall ein bisschen zu wenig oder aber ein bisschen zu viel wird da in dem Fachlichen geschehen. Und niemals scheint es aus ihren Augen, dass alle Dinge im Trading einfach in sich stimmig erscheinen.
Ja, so diese freiwillig angefangene Berufung des Tradings wird am Ende, es ist immer ein Spalt offen, es ist scheinbar nie so richtig stimmig. So, und daher gibt es dann natürlich, gerade bei einem Trading-Anfänger, der merkt, dass das eben alles nicht so richtig stimmig für ihn scheint, dann auch eben jenen, es gibt da zwei Arten. Der eine, der sagt, du pass auf, ich will nur noch meine Kohle hier zurück und dann lass mich mit dem ganzen Börsenscheiß zurück. Ich will damit nie wieder was zu tun haben, weil der eine schreit Sonne, der andere Mond, der eine Long, der andere Short, der eine ist Flat und egal was ich mache, irgendwie kommt ja dennoch immer noch mal ein Minustrade zustande. Das heißt, das ist der eine, lasst mich in Ruhe, ich möchte damit nichts zu tun haben. Bei dem anderen wiederum, das ist auch sehr interessant, bei denen herrscht mitunter als Trading-Anfänger wiederum die Überzeugung, ich bleibe zwar dabei, aber da es nicht so weitergeht, wie es weitergeht, weil ich gedanklich hier immer so eine Schleife habe, wenn da nicht bald so eine Art Messias daherkommt, erscheint sozusagen der starke Held, die starke Hand, der starke Held für das Weitere, der mich hier wirklich an die Hand nimmt und dann halt so durchzieht. So. Das ist ja diese in der Schöpfung, in der autodidaktischen Schöpfungsgeschichte eines privaten Traders ist das eben dieser Spalt, der immer offen ist. Und ich rede jetzt wirklich von dem Privaten, der sich das autodidaktisch beibringt. Ist das ja ein sehr, sehr schlimmes Problem, weil er ja ursprünglich an die Börse gegangen ist, um Erfolg zu haben. Okay? Und jetzt wird er das dritte Mal ausgestoppt. Ja, kann nicht sein. Autsch. Minus. Schmerz. Zu wenig, plus, was du eben sagtest, ja, ich keine Ahnung, es standen 500 oder was weiß ich, Euro auf der Uhr und jetzt sind es nur noch 300. Jetzt ist mein Plus weg, das seufzt. Und jetzt auf einmal drehen die Märkte, oh je, das geht ja alles nicht. So, und das alles ist für den ein oder anderen ein, wie sagt man, folglich ein Bestandteil eines völlig unvollkommenen Börsenuniversums, das scheinbar nur der Liebe und der Zuneigung eines noch besseren Regelwerks bedarf. Ne? So, das ist dann auch an der Stelle, das ist jetzt nicht unser Thema, aber knüpft ja auch diese Metapher der Suche nach dem Heiligen Gral an. Ja, Thema Überoptimierung. Ja, aber das ist ja gar nicht jetzt unser Thema, genau. Aber das knüpft ja irgendwo an. So, und das wiederum ist ja der Grund, warum viele Trading-Anfänger und mitunter auch einst ich und viele werden es vielleicht nachvollziehen können. Kann ich mich anschließen? Inhaltlich jetzt auf folgenden Punkt kommen, nämlich, dass sie glauben, dass sie erst viel später als Trader wirklich glücklich werden, nämlich zu einem späteren Zeitpunkt, der da heißt, nämlich erst dann, wenn alle Faktoren stimmen. Das heißt, man schimpft nach wie vor weiter auf der einen Seite auf die ganze, wegen mir nennen wir es Überwissenschaftlichkeit und auf der anderen Seite wiederum, am anderen Ende, nehmen wir jetzt nur die Extreme links und rechts, da ist es die Überwissenschaftlichkeit, alles zu viel Zahlen, alles zu viel Mathematik, zu viel Algos und weiß der Geier was, das alles so in diese Richtung reingeschmissen. Auf der anderen Seite wiederum das viele Thema der Unwissenheit, der fachlichen Rohheit und der viel zu großen Verfeinerung und irgendwo dazwischen drinne der Aktionismus und die Gleichgültigkeit, ja. Und dazwischen drinne schwimmt man da halt jetzt völlig da drin rum. Und egal, wo ich hingucke, es ist immer ein Spalt offen. So. Die Gedanken kommen nie zur Ruhe und bewahren eben immer so einen gewissen vorhandenen Rest von den Dingen, die einfach niemals in Ordnung kommen. So. Und hier kommt mitunter wirklich, das, was ich sagte, dass es nur noch diesen geheimen Trick gäbe, diesen großen Messias, der Heilige Gral, oder aber ich höre mir den ganzen Kram halt auf. So, und ich glaube, das ist eine von diesen, es gibt viele, aber eine wesentliche Stufe auch, die man als Händler erklimmen muss. Nämlich, dass man an der Stelle, was ich jetzt eben so mit wenigen, ganz kurz jetzt nur mit so ein paar Substantiven da beschrieben habe, es die Pflicht ist, Stück für Stück anzuerkennen, das, oder anders, die Aufgabe eines fortgeschrittenen Händlers ist eben, das anzuerkennen, die Unvollkommenheit des Tradings einfach zu akzeptieren. Ja, es gibt Märkte, die drehen werden. Und da hast du tausendmal analysiert. Ja, und dein Plus, was du siehst, wird weggehen. Das wird die nächsten 100 Jahre so bleiben, sofern du so alt wirst und die Märkte dann auch gibt. Und ja, es kann sein, dass du jetzt an der Stelle gleich 7 Minustrades in Folge kriegst. Alle fachlich sauber. Das ist so. Willkommen
im fachlich sauberen Börsenhandel. Willkommen. Sag ja oder sag nein. So, und diese Unvollkommenheit zu akzeptieren und nicht mehr dagegen zu rebellieren, jetzt nehme ich das Wort, was wir vom Einst hatten, ich glaube, das ist eine der wesentlichen, neben vielen anderen, betont, es ist nicht die einzigste, aber eine wesentliche Aufgabe als fortgeschrittener Händler. So, Mike. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und das ist halt auch etwas, das ich persönlich bei mir in meiner Entwicklung sehe. Das hast du gerade auch gesagt, zu diesem Thema auch Vollkommenheit und Markteinschätzung und das Ganze rundherum, was es da so alles gibt im Trading, was man beachten kann. Das ist auch das, was ich in meinen Ausbildungen auch immer wieder an andere Trader auch weitergebe, ist halt dieser Punkt, dass das Trading genauso wie ein Beruf, den jeder von uns auch ausführt, es ist halt faktisch so, dass man in einem, sag ich mal, Becken unterwegs ist, in dem es extrem viele verschiedene Komponenten gibt und diese Komponenten nicht immer das Gleiche machen, sondern verrückterweise halt manchmal halt auch komplett unterschiedliche Sachen tun. Thema Wirtschaftsphasen, die entwickeln sich halt und die wechseln sich auch mal ab und da passiert das eine nicht immer dann, wenn das andere passiert. Und das ist das Thema, was du gerade auch angesprochen hast, dass man als Händler halt irgendwann an den Punkt kommt zu akzeptieren. Jawohl, ich kann nicht immer alles vorausschauen. Es kann passieren, dass der Markt sich plötzlich verändert, ja, wenn wir sowas wie jetzt an den Märkten auch gerade bei den US-Märkten gesehen haben, dass der Nasdaq halt einfach mal nach unten fällt wie ein Stein, nur um dann wieder auf sein Allzeithoch zu gehen, als wäre überhaupt nichts passiert, ja, das ist nicht logisch und das ist eines der Konzepte, die halt hier am Kapitalmarkt immer wieder da ist und der ausgereifte Händler, der kommt halt dann irgendwann so hin, weil ich kenne das bei mir selbst auch, weil die Schmerzen so groß geworden sind irgendwann, dass man anfängt, sich zu verändern und das Ganze besser greifen kann, dass man halt einfach sagt, okay, es gibt gewisse Dinge, die kann ich nicht beeinflussen, die akzeptiere ich einfach und schau mal, was da auf mich zukommt. Und auf der anderen Seite spezialisiert man sich dann halt auch auf das, was man auch kann, nämlich das ist dann der Einstieg und das Trade Management. Und wenn man das als Händler im Griff hat, dann macht man sich so ein bisschen frei von dem ganzen Rest rundherum, weil man weiß halt, was man tut, auf was man sich einlässt und die gesamten anderen Komponenten, die sind halt nicht zu behandeln. Das ist so ähnlich, wie wenn man auf der Straße unterwegs ist und man weiß genau, da vorne ist eine Ampel, wenn die grün wird, kann ich weiterfahren, dann weiß der Kopf, okay, grün, bitte Gang einlegen und losfahren. Und die Praxis hat uns aber gezeigt, es gibt halt auch manchmal Situationen, dass da grün ist und man kann trotzdem nicht fahren. Und da muss man als Autofahrer halt einfach sagen, gut, dann warte ich noch ein bisschen. Und genau das Gleiche ist es auch im Trading. Man hat sozusagen gewisse Routinen, man weiß, wann man loslaufen muss und es kommt halt manchmal auch ein bisschen anders, als man das geplant hat. Genau, also und genauso ist der Börsenhandel, diese Unvollkommenheit, nicht mehr dagegen anzukämpfen, wenngleich das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht fachlich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Ich muss das machen bis zum letzten Konsequenz und danach bleibt immer noch eine gewisse Unvollkommenheit und diese gilt es zu akzeptieren. Gell? Das muss man noch mal betonen, das heißt ja jetzt ist nicht die Aussage, schmeißt alle Bücher weg, lernt nichts, braucht nichts. Weil nein, um Gottes Willen, nein. Er nimmt einen Würfel, schreibt Long und Short drauf und fertig. So, das ist damit ja nicht, ich denke, das ist jedem klar, ich betone es nur nochmal, damit es kein Verständnis gibt. Super, Mike. Also das waren diese drei Sachen, die aus meiner Sicht eine etwas ist, mit dem man sich gedanklich lange, da geht man lange damit schwanger. Gell? Das ist auch nichts, was man sagt, ah komm, gib mir mal schnell die Lösung, aha, dann habe ich sie im Kopf eingeloggt, alles klar, verstanden. Sondern das ist was, mit was man Stück für Stück innerlich erleben muss, mit was man die Erfahrung haben muss und was man jeden Tag aufs Neue dennoch dann auch in Anwendung bringen muss. Aber hat man die Stufe einmal gereicht, Stück für Stück gedanklich, wie gesagt, das ist das Interessante bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen Bereichen im Börsenhandel, wo man dann auch nicht wieder zurückfahren kann. Super, Mike. So, dann, Micha, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich danke dir hier für die Zeit heute Morgen auch und hier an alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer heute auch wirklich sehr gut besucht unter dem Fokus, was ich jetzt gerade auch zusammen mit den dankenswerten Gedanken von Michael auch erörtert habe, schaue ich hier jeden Morgen auch in die Märkte rein. Der Micha hat vor uns am Anfang gesagt, ich fange hier schon relativ früh an, aber das ist halt Bestandteil meines Jobs als Händler auch und das ist das, was ich hier jeden Morgen auch bei Tickmill Deutsch exklusiv zeige, die Vorbereitung
für die Märkte. Also wem sowas gefallen hat, heute auch der Besuch mit dem von Micha, der Austausch hier interaktiv in der Community, auch die Handelssignale für die tägliche Handelsvorbereitung, den lade ich hier an dieser Stelle auch ein, einfach zu diesem entsprechenden Veranstaltung jeden Morgen mit reinzukommen. Hier unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Zoom-Kanal ist ja jetzt der Weg auch frei. Ladet Freunde und Bekannte ein, auch auf Facebook hier das Ganze bei Tickmill Deutsch mit anzuschauen. Es macht Sinn, es macht Spaß und ja, wir haben gesehen, man kann an den Börsen gutes Geld verdienen. Der Michael kennt das auch aus eigener Erfahrung von der Seite her. Es macht Sinn, hinzuschauen, eine gute Handelsvorbereitung zu machen und dann als Händler seine Strategien zu traden. Michael, ganz, ganz lieben Dank dafür und dir ein schönes Wochenende und wenn du magst, noch die letzten Worte fürs Webinar heute Morgen. Oh, die Rede zur Nation. Nein. Also ich glaube, wie gesagt, Börsenhandel, was ich eben schon sagte, auf der einen Seite diese Überwissenschaftlichkeit, auf der anderen Seite die Unwissenheit und die in der Mitte halt eben der Aktionismus und die Gleichgültigkeit. Dazwischen drin irgendwo findet man seinen seelischen Frieden beziehungsweise findet auch seinen Handelsstil, den dann mit den zwei Themen, was ich vorneweg noch gesagt habe, eben man dann auch den freiwilligen Verzicht Stück für Stück annehmen muss und lernen muss. Mike, an der Stelle, ich hätte das gerne bei uns im Markttechnikforum geteilt, den Stream, das ging aber bei uns nicht in Facebook, weil ich kann da irgendwie keine Watchparty machen, wenn auf so einer anderen Seite. Ich habe das irgendwie nicht hingekriegt, aber vielleicht können wir ja die Aufzeichnung hiervon nehmen und wir können die bei uns ins Forum dennoch reinschmeißen. Das wäre, denke ich, ganz interessant, weil ich habe das, wie gesagt, jetzt echt nicht auf der Markttechnik-Seite drüben hinbekommen, dass man diesen Stream da live sieht. Muss ich nochmal nachfragen, aber man kann das ja nochmal an der anderen Stelle wiederholen. Genau. Dann an die Elena, einen schönen, ja, ja, die Woche ist ja schon rum, gell? Von daher sagen wir ein schönes Wochenende im Großen und Ganzen und man sieht sich sicherlich auf der einen oder anderen Seite dann wieder. Ja. Mike, alles Liebe und schönen Dank, ja? Super, Dankeschön. Und auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle noch einmal auch fürs Zuschauen. Ja, und wir sehen uns dann sozusagen am Montag wieder, wenn wir hier in die Märkte schauen und wie heute auf den Kursrutsch im Neuseeland-Dollar, US-Dollar schauen, auf die nächsten interessanten Handelsideen. Danke fürs Zuschauen, fürs Weiterempfehlen und bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Tschüss.